Schuld. So. Genau. Ich mache es auch beim Erkunden meistens so, dass ich einmal den... Ups. Den Rand ablaufe, um quasi grob zu wissen, wo sind so die Grenzen von dem... Ups. Vier. Wo sind so die Grenzen von dem Gebiet, um dann einmal in der Mitte eben langlaufen zu können. Genau. Warum ich das so mache, weiß ich nicht. Ich glaube so nicht, wie gut ich bin. Das habe ich auch schon in... Habe ich das im Torchlight schon so gemacht? Müsste ich mal nachgucken. Es kann sein, dass ich es auch schon in Torchlight gemacht habe. Also ja, Gold ist wesentlich einfacher als Lina. Ich meine, der Boss in einem Dungeon ist in der Regel doch stärker als die außerhalb. Und da ich jetzt außerhalb eher... ihr könnt weg. Und da ich außerhalb eher... Da ich außerhalb eher goldene bisher gefunden habe, muss es wohl so sein, dass Gold über Lina steht. Wie gesagt, sollte es jemand besser wissen, einfach einen kurzen Kommentar da lassen. Ups, das geht nicht. Ach ja, ich wollte jetzt die Schuhe ausrüsten und den Brustschutz ausrüsten, den ich gefunden habe. Weil die beide besser sind als das, was ich aktuell mit mir rumschleppe. Wie gesagt, momentan nehme ich nur weißes Zeug mit. Das ist aber nur für den Anfang so, wo man noch nicht so viel blaues Zeug findet. Später nehme ich dann noch das mit, was blau oder höher ist. Weil sonst ist das Inventar schnell heillos überfüllt. Es gibt kein Inventar-Upgrade, das heißt, man muss mit dem Platz auskommen, den man hat. Dafür gibt es zwei Größen Ausrüstungsgegenstände bis auf Gürtel, Ring und sowas. Sind zwei hoch. Egal, ob es ein Schwert ist, ob es ein Speer ist, ob es ein Zauberstab ist. Tränke, Edelsteine, was das genau ist. Da kommt wieder auch drauf, garantiert. Die sind ein Kästchen groß. Alles andere ist zwei Kästchen nach oben. Wie gesagt, bis auf Ringe, Halsketten und so. Ein Krempel. Stirb. So. Es gibt, glaube ich, hier auf dem Friedhof, wenn man... Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Wenn man... Oder was ist das auf dem Friedhof oder generell? Egal. Wenn man generell genug Grabsteine umnietet, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele... Dann bekommt man hierfür einen Erfolg. Aber leid, jetzt habe ich. Ups, jetzt habe ich auf den anderen Bildschirm geklickt. Da sollte ich vielleicht den Fenstermodus anders einstellen. Ja, wobei ich sollte einfach nicht zu weit nach rechts klicken. Lalalala. Hauptsächlich, aber das ist beim Spiel wie Diablo natürlich klar, ist es so, dass man meistens damit beschäftigt ist, ich treffe diesen Grabstein nicht, sich durch die Gegnerhorden zu schnetzen. Jetzt, da da oben ein Questmarker blinkt, gehe ich da natürlich nur nicht lang. Ich möchte natürlich das gesamte Gebiet hier erstmal erforschen und nach Möglichkeit die ganzen Grabsteine noch kaputt machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich den Erfolg schon habe oder nicht. Erfolge sind übrigens Account und nicht Charakter gebunden. Das heißt, wenn ihr mit einem Charakter einen Fortschritt habt, dann wird der auch
allen euren Charakteren geteilt, was die Erfolge angeht. Jetzt habe ich ein bisschen Abkommen durch die Dinge, glaube ich. Ich laufe mal, bis ich den anderen Rand erreiche. Hier sehen wir, die tauchen immer wieder auf. Schreine. Der hat uns jetzt Bewegungsgeschwindigkeit und Sammelradius gegeben. Das heißt Gold und diese Lebenskugeln kann ich jetzt von weiter weg einsammeln. So, da hat sie Gegner hingerotzt. Auch. Dann stirbt mal. Dann stirbt mal so. Genau. Das sind jetzt große, groteske, das blaue. Das lila auch. Ne, die lassen keine blauen Zeichen, sondern die machen einfach nur mehr aus. Die blauen groteske, so. Oh nein, Gegner! Am Anfang ist alles hier, ich spiele auf normal übrigens, am Anfang ist das alles hier noch gar keine Bedrohung. Keine wirkliche. Am Anfang sollte man auch wenig Probleme damit haben, dass man stirbt oder so. Gegen später, wenn das einige Gegner werden, dann Verteidigung ist nutzlos. Wird es schon manchmal ein bisschen interessanter. Der Sammelradius ist übrigens ziemlich erhöht, wie ich gerade gesehen habe. Also ich darf mal hier umgucken. Ihr seht da die 12 Gold und hier sammle ich sie auch. Nämlich auch nicht, für alle, die nicht wissen, man sammelt Gold in dem Spiel nicht auf, indem man draufklickt, sondern das passiert automatisch, wenn man drüber läuft. Nicht so bei Gegenständen. Also über Gegenstände kann man tatsächlich laufen, wie man möchte. Ja, ich laufe mal hier über diese Keule, lalalala. Passiert nichts. Wenn ich aber draufklicke, dann wird sie aufgesammelt. Hier habe ich eine Zusatzhöhle. Da gehen wir doch gerade mal rein. Die Höhle der Gefallenen. Und die doch mal anschauen. In extra Höhlen, die also nicht zur Geschichte gehören, kann es sein, kann, muss nicht, dass wir eine Truhe finden. Prächtige Truhe. Das sind Heilbrunnen, die kann man leer trinken. Die füllen sich nach einer Zeit wieder auf. Und heilen alle in der Gruppe befindlichen. Das mit der Gruppe komme ich später noch drauf zu sprechen. Na, im Moment wäre es. Ist noch egal, im Moment ist es wichtig, die heilen uns. Und zwar komplett. Das ist natürlich uns als Zauberer ganz. Gelegen, kommt uns ganz gelegen, da wir sonst so viele Heiltränke verwenden müssten. Und auf die Dauer ist das ein bisschen teuer. So, was haben wir hier gefunden? Wir haben hier Handschuhe gefunden, die sind besser, weil sie Angriffsgeschwindigkeit haben. Die Stiefel sind schlechter. Ich profitiere übrigens, weil hier auf den Stiefeln Stärke ist. Nur insofern von dem Attribut Stärke, dass es meine Rüstung um 17 erhöht. Es erhöht nicht meinen Schaden, dafür ist die Intelligenz da. Ja? Sehen, die Stärke ist für Barbaren wichtig, Geschicklichkeit ist für Dämonenjäger und Mönche wichtig und die Intelligenz für Hexen, Doktoren und Zauberer. Weil sich damit eben der Schaden erhöht. Was allerdings ist, durch Intelligenz kann jede Klasse ihren Widerstand gegen Magie steigern und durch Stärke kann jede Klasse ihren aktuellen Rüstungswert steigern. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus, eine ausgewachsene Fledermaus, durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Weiter geht's. Es ist
Diese Bücher, sie geben auch, also dieses Wissen glaube ich nicht, aber Bücher an sich geben immer ein paar Erfahrungspunkte. Und bei Büchern ist es so, die werden nicht accountübergreifend. Das heißt, immer wenn man an eine Stelle vorbeikommt, wo ein Buch lag, kann man dieses Buch aufnehmen. Auch wenn man es schon mit drei anderen Charakteren aufgesammelt hat. So, mal gucken, ob wir in diesem Dungeon eine prächtige Truhe nachher finden. Ja, wie gesagt, am Anfang alles noch wenig problematisch. Ich gucke gerade mal, mit Level 9 kriegen wir das nächste, den nächsten Slot hier unten. Ich bin gespannt. Oh, hier ist eine Truhe. Ist da eine Truhe? Ich habe einen Kurzbogen. Der ist schlechter. Ich habe aber noch einen Gürtel. Der ist schlechter. Noch eine Truhe. Heieiei. Wie gesagt, am Anfang alles noch gar kein Problem. Schlechter. Am Anfang ist noch gar kein Problem. Egal mit welcher Klasse. Ein bisschen der Einstieg relativ einfach gestaltet, auch von den Erfahrungspunkten her relativ gering gehalten, sodass man schnell am Anfang ein bisschen dazu kommt, dass man schnell eben seine zweite und auch dritte Fähigkeit dazu kommt. Die muss nicht immer defensiv sein, so wie sie jetzt hier ist. Sie kann auch offensiv sein. Ja, beim Mönch, die hat zum Beispiel Schaden gemacht, weil die hier jetzt, die friert zum Beispiel tatsächlich nur ein. Das sind Gegner, die teleportieren sich. Das sieht man daran, wenn man hinguckt, dass die unter ihrem Lebensbalken das Wort Teleporter stehen haben. Das heißt, diese Gegner können sich teleportieren. So, machen wir mal auf. Sekundärfähigkeit. Wir haben für den Froststrahl eine neue Route freigeschaltet. Damit wird die Verlangsamung erhöht. Genau, ich gucke gerade nur. Okay. Wann so neue Fähigkeiten kommen. Hier unten sehen wir jetzt, ich könnte 50 Leben gegen 0,1% Schutz eintauschen. Lasse ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass 50 Leben schlechter sind als 0,1% Schutz, weil 0,1% Schutz nicht unbedingt sehr viel ist. Ja. Ja, dann bei meinem Zauberer glaube ich, das werden wir aber noch herausfinden, ob das tatsächlich so ist. Ist es relativ wichtig später, die Gegner schnell kaputt zu hauen und seine defensiven Fähigkeiten so einzusetzen, dass man nach Möglichkeit selbst wenig bis gar nicht getroffen wird. Jetzt stand der Immun auf dem Bildschirm, darf man nicht verwirren lassen. Immun in dem Fall natürlich nicht gegen den Schaden der Fähigkeit, sondern gegen den Verlangsamungseffekt, weil ein stehendes Objekt kann nicht nochmal verlangsamt werden. Dementsprechend ist das gegen Verlangsamung immun. Das war der falsche Knopf übrigens. So. Ich hätte mal gerne was zwei. Ups. Das war das Escape-Menü. Ich hätte mal gerne hier zum Beispiel eine Holzaxt. Da geht es weiter. Da möchte ich noch nicht lang, weil wir hier noch ein Gebiet haben. Ich hoffe, dass man den Mauszeiger sieht. In der Probeaufnahme vorhin, da hat man ihn noch. Jetzt lauf um den Felsen rum und nicht da durch. So, okay, für nichts. Hat man ihn noch gesehen. Über die Geschichte, die sich im Moment hier genau abspielt, weiß man am Anfang relativ wenig. Hier haben wir noch so einen Heilbrunnen. Da oben sehen wir einen goldfarbenen Gegner. Wie gesagt, über die Geschichte wissen wir aktuell relativ wenig. Das wird sich aber mit der Zeit legen. Und wir werden mit der Zeit mehr und mehr herausfinden. Und auch immer mehr und mehr die ist besser.
Und auch mit der Zeit immer mehr und mehr herausfinden, warum wir überhaupt hier rumrennen. Im Moment einfach schlicht und ergreifend, das ist ja dieser Stern vom Himmel gefallen. Und jetzt helfen wir hier den Leuten in dem Ort hier.